Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Crunchcow hier am Start. So, Transferperiode im Winter ist total im Gang und ich beziehe euch jetzt aber auch nicht so viel mehr da mit ein. Das hat so seine Gründe, was wir zum Ende hin auf definitiv nochmal drauf zukommen werden, denn FIFA 18 wird ja bei uns so nicht weitergeführt. Dafür ist es einfach anscheinend auch ein bisschen zu unattraktiv geworden. Und von daher habe ich mir was anderes überlegt, aber dazu dann zu gegebener Zeit noch mehr. Auf jeden Fall ziehe ich euch da jetzt nicht mehr viel mit ein, weil es gibt da sowieso jetzt nicht mehr so viel, was man euch da jetzt erklären könnte, zeigen könnte. Von daher machen wir das, was wir am besten können. Wir spielen die Spiele jetzt hier noch zu Ende, bringen die Saison zu Ende und ich lasse den Verein ja auch nicht niederknüppeln. So, auf geht's, würde ich sagen. Lasst uns nicht viel Zeit verlieren, lasst uns loslegen und Fußball spielen. Ich hoffe, der Sound passt so. Ich habe es nochmal wieder ein bisschen anders gedreht. Aber ich habe es gehört, es war in den letzten Spielen auch sehr, sehr schwierig. So. Den Donker. Und Schalke ist natürlich auch wieder ein Gegner, wo ich mir so sage, so... Oh, das ist jetzt ja auch wieder eher ein bisschen hart. Harter Gegner. So. Oh, jetzt ist der Ball schon weiter auf den Schalker Spieler. Außenpfosten von Burgstaller. Das war eng. So, der Ball auf Green. Green holt ihn sich tatsächlich sogar runter. Kreilach. Jetzt weiter gespielt. Oh, hängen geblieben. Skripski. Hövedes passt da auch mit auf. Jadzic. Jadzic. So, Uchida aufgepasst. Gut gemacht. Tyson. Hoppa. Hat die Abseitsfalle von mir nicht so gut funktioniert. Kurzweg, passt auf. Es gibt schon Spieler, die verlassen schon auch hier unsere Gewässer. Die sind auch schon fix. Es sind ein paar, da müssen wir einfach... Also ich habe auch schon Verträge verlängert von Groß zum Beispiel. Das ist ja nun mal einer der absoluten Leistungsträger auch. Und um den Vertrag mit Groß zu verlängern, muss man eben auch finanzielle Einbußen eingehen. Und das haben wir hier getan. Aber diese finanziellen Einbußen hängen halt auch damit zusammen. Und schöne Möglichkeit hier. Hängen auch damit zusammen, dass man sich das alles nicht mehr so leisten kann, wie man es gerne hätte. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Oh, und hier Green hart bedrängt worden. So, und jetzt kann er laufen. Ah, kann er nicht. Ach, schade, der Ball nicht so optimal gespielt. Die Donka, Tyson jetzt nach oben rum weitergespielt. Burgstaller wieder im Ballbesitz. Ja, und der Ball hier rausgeklärt. Caligiuri, Stambouli. Auch immer wieder dieselben Täter hier, sage ich jetzt mal. So, aber jetzt Skripski. Polter. Kreilach. Kurzweg. Kann den Ball reinbringen. Ja, aber da war Skripski dann doch etwas zu weit weg. Stambouli. Ah, das war dann zu viel des Guten. Eine Schleife zu viel. So, gut abgeschirmt der Ball. Jetzt weit. Aber den hat Uchida runtergeholt. Und jetzt das schnelle Spiel. Uchida. Uchida. Ist durch. Polter.
Gut reingespielt hier von Ojeda. Und Poyter kommt da dran. Und dann ist es der Außenpfosten hier, der rettet. Abschlag. Nicht sonderlich weit. Vielleicht auch nicht sonderlich gefährlich, aber zumindest ein bisschen. So, Rieder hier wieder mit dem Kopf gut geklärt und Green vorbeigelaufen. Und Busk. Leichte Übung für ihn. Ja, nicht so leichte Übung. Ja, und der Ball geht drüber. Abstoß. Burgstaller. War es Burgstaller? Ich habe es jetzt gar nicht so genau gesehen. 40. Spielminute. Noch magere Kost derzeit. An hochkarätigen Chancen gab es 2. Auf beiden Seiten den Außenpfosten getroffen. Ja, hier gut gespielt. Aber hier Torreon. Gut mit der Pike dran. Ball kommt raus. Kreilach klärt im ersten Step. Und Fürstner jetzt im zweiten. Groß. Ach, dann doch ein bisschen zu ungenau. Burgstaller. Sivkovic bringt den Ball rein. Ojeda ist dran. Burgstaller. Caligiuri. Kurzweg. Ball wieder raus. Jetzt sehr viel doch hier auf der Seite der Union Berliner. Wenig Spiel in Richtung des Schalker Tors jetzt in den letzten Minuten. Da muss ich definitiv was ändern, sonst steht es da nicht lange 0-0 und Berlin derzeit mit so einem ganz minimalen Abwärtstrend. Aber einer offensiveren Ausrichtung gerade schon mal. So, auch wieder. Und Poyter. Na, Fährmann. Den kann man da jetzt nicht so leicht aus der Ruhe bringen, nur wenn man da mal einen Ball spielt. Und Zivkovic. Dendonka, Burgstaller, einer der gefährlicheren Spieler, reingespielt hier. Kreilach hat aber aufgepasst. Green. So, und jetzt der Ball. Fürstner. Oh, Fährmann hat gut aufgepasst. Denn da kam Skripski reingelaufen. Noch ganz anders enden können. Und hier der Ball. Gut. Abgespielt, Torreon. Waston. Kreilach. Skripski. Fährmann. Ah, Ljajic angeschossen. Kreilach. Skripski immer noch dran. Oh, da hat es ein bisschen Ping-Pong gespielt. So, der Ball jetzt hier. Raus auf Ljajic. Tyson. Und jetzt der Burgstaller, der ein bisschen schneller unterwegs ist. Kurzweg. Torreon jetzt mit dem Ball rausgeklärt. Ah, da wollte Poyter den Schalker Spieler stehen lassen. Fürstner auf der völlig falschen Seite an und für sich. Ach, und Caligiuri hat aufgepasst. Ist natürlich ein guter Spieler hier, Caligiuri. Dedonka. Ach, und das war der Fehler. Burgstaller. Weiß auch nicht genau wohin. Green. Der Ball zu Poyter. Zu Fall gebrachter
Aber kein Pfiff, großes hingefallen. Ja, und der Ball natürlich jetzt alles andere als taktisch wertvoll. Uchida. Kurzweg. Groß. Green. Wieder zurück zu Groß. Der Ball rübergespielt. Ach, aber Höwedes hat aufgepasst. Ja, Groß war in einer guten Position hier, den Ball abzufangen. Gedonka jetzt den Ball wieder abgefangen, zurück abgefangen. Kleine Unsicherheit von Uchida. Ja, und hier Kurzweg nicht ganz auf dem Posten. Sivkovic. Vorbei. Da war Tyson komplett frei. Trimmel jetzt für Uchida. So, Ball weit raus. Aber Ljajic aufgepasst. Wieder der Ball. Hier weit raus. Kreilach mit dem Ball. Ja, und die Pässe. Hier in dem Fall schlichtweg zu schwach gespielt. Ljajic groß. Kurzweg. Ah, Polter hier ein bisschen harter bedrängt worden. Wir werden jetzt durchwechseln ein bisschen. Spieler sind müde. So, der Ball reingebracht. Polter! Drin! Super Tor! Polter steigt da hoch. Super reingebracht, den Ball. Von ruhenden Bällen geht immer ein bisschen Gefahr aus. Das ist schon immer so gewesen, aber hier. Ganz klasse reingebracht, der Ball. Geköpft und dann ist der sauber drin. Da kann er sich lang machen, der Fährmann, aber da kommt er nicht ran. Super gespielt. Und Kurzweg. Jetzt raus, Abwehrriegel. Jetzt heißt es halten. 84. Spielminute. Das Tor. Bloß keinen reinkriegen. Busk ist da sauber unterwegs. So. Jetzt kann der Run losgehen. Aber Fährmann ist dran. Gut. Der Querleger hätte vielleicht noch was gebracht. Wer weiß das schon so genau? Polter. Ja, nichts gebracht. Ball wieder raus. Und Ljajic. Jetzt hier am Kommen. Ball ist rein. Ja, und der Ball ist immer noch drin. Und Busk. Super Flugeinlage. Caligiuri. Busk. Nochmal. Lenz gut eingesetzt und damit der Abpfiff super verteidigt zum Schluss. Den Sieg hier noch richtig über die Zeit gebracht. Und der Sieg ist wichtig. Der Sieg ist wichtig in der Hinsicht, dass man hier ein Zeichen setzen kann, dass wir noch da sind. Dass die Berliner noch da sind. Und man sich gegen eine starke Mannschaft wie Schalke hier durchgesetzt hat. Wichtig, wichtig. Wichtige 3 Punkte hier. Und Kreilach wieder ein guter Mann gewesen. Den werden wir auch versuchen zu halten. Aber wir brauchen erstmal ein paar Abgänge. Und bald ist die Sache hier auch geritzt. So, unsere Ziele sind gefährdet. Transferangebot. Enttäuscht nicht in der Startelf zu stehen. So ist das eben manchmal. Aber es wird sich sicherlich was ändern in nächster Zeit. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchco sagt bis dahin. Haut rein. Tschüss, Sikowski.